Auch wir sind für die Unterstützung von Asylbewerbern aus der Ukraine, aber eben im Rahmen des Machbaren und im Rahmen des Üblichen. Und das heißt, einen Antrag stellen, Einzelfallprüfung, Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und keine Sonderprivilegien. Und was nicht geht, ist, dass Sie jede Miete von Ukrainern übernehmen und sämtliche Heiz- und Betriebskosten, werden übernommen. Während Rentner mit Ihrem Gesetzentwurf mit 300 Euro einmalig abgespeist werden, die auch noch versteuert werden müssen. Das ist alles nur noch lächerlich. Kollege, und ehrlich gesagt erinnert mich das an Annalena Baerbock, die sagte, die Ukraine ist, ich stehe an der Seite der Ukraine, egal was meine deutschen Wähler denken. Herr Heil, wenn Ihnen die Ukrainer wichtiger sind als die deutschen Rentner, dann kann ich Ihnen eins nahelegen. Treten Sie zurück, gehen Sie in die Ukraine und lassen Sie sich die 25.000 Euro dort von den Steuerzahlern zahlen.